Hallo, ja, hier ist ein kleiner Zwischenbericht vom Projekt von Kwabena Denet in Ghana, Neues Dorf Ghana. Ja, es sind Toiletten gebaut worden, Humustoiletten. Dann gibt es Erweiterung des Schweinestalls und hier wird auch wieder mit Lehmsteinen gebaut, die vor Ort selber hergestellt werden aus lokalem Material von Handwerkern, die das traditionell noch machen. Der Nachwuchs bei den Schweinen ist auch schon unterwegs. Der Platz steht zur Verfügung und der Sau geht es offenbar ziemlich gut hier. Ja, und Hühner sind auch inzwischen dort. Die haben ja einfach auch jetzt schon Nachwuchs bekommen. Das sind die Kleinen hier. Auch die Hühnerställe sind so. Die etwas älteren. Und die Hühner brauchen natürlich Futter und das wird natürlich in so einem Projekt mit Schwimmpflanzen gemacht. Entengrütze, und es wird auch Azolla dazu geben, was halt dann von Hühnern, Enten, Schweinen, aber auch von Fischen gefressen wird. Das ist auch eine Fischzucht dann. Und diese Azolla-Becken sind gebaut worden. Es gab dann eine Froschinvasion und die Frösche fressen das natürlich auch gerne. So musste man dann diese Teiche abdecken. Und nebenan werden halt Buschbohnen und was war noch? Ja, auf jeden Fall, ach ja, nach Gurken. Buschbohnen und Gurken bisher angebaut und woanders natürlich weiterhin Karotten und anderes Gemüse. Kompost wird hergestellt nach dem Terra-Preta-Prinzip mit Holzkohle. Kompostiertes Material wird in den Boden eingearbeitet und so entsteht halt hier auch fruchtbarer Boden, der auch für den Gemüsebau geeignet ist. Und so gehen die Arbeiten weiter. Das ist der aktuelle Stand und die Arbeiten sind immer noch geldlimitiert. Spenden über unseren gemeinnützigen Verein sind herzlich willkommen. Informationen dazu gibt es in der Internetseite, die hier unterm Video steht. Für die bisherigen Spenden herzlichen Dank und weitere Spenden oder auch Mitwirkung im Projekt in Ghana herzlich willkommen.